Ja, stehst du schön, Schönes. So, Tag Nummer 2. Ist da schon was? Seht ihr was? Ich sehe noch nichts, ne? Na gut. Eine schöne Uratmosphäre scheint da schon mal drin zu sein. Aber riechen tut's ganz komisch. So, und die Vergleichspflänzchen. Ist noch nichts aufgegangen. Na gut, am Tag 2 war das natürlich auch krass, ne? Ja, jetzt ist der dritte Tag. Und seht ihr schon was? Jawohl, da ist schon was, ne? Und das ist der Ziermais. Ziermais, Keimung 7 bis 14 Tage. Na gut, ja, ne? 3 Tage. Okay. Der Vergleichsziermais ist wo? Hier ist der Vergleichsziermais. Da ist noch gar nichts drin, ne? Auch nicht, auch nicht. Also, da funktioniert das im Direktvergleich. Einwandfrei. Ist denn noch irgendwo was gekommen? Kann man jetzt schlecht sehen. Mal auspacken. Ja, mit so einer Voltzahl fahren wir übrigens, ne? Also, alles 3 hat schon gekeimt nach 3 Tagen. Wo war es gewesen? Da haben wir einen Namen. Das ist Bergbohnenkraut hier. Ja. Auf alle Fälle schön gekeimt aus dem Samen heraus. So, Bergbohnenkraut funktioniert. Das soll normalerweise erst 20 bis 25 Tage brauchen zur Keimung. Ha, hier haben wir es in 3 Tagen geschafft bei 6600 und ein paar Volt. Okay, das ist der Ziermais. Da habe ich eigentlich 3 Samen eingepflanzt. Einer davon ist schon gekommen. Mal gucken, ob die anderen 2 auch noch kommen wollen. Ja, Ziermais haben wir ja vorhin schon mal geguckt. Ne? 7 bis 14 Tage. Und die gelbe Tomate ist auch schon gekommen. Da haben wir sie. Die eigentlich auch 8 bis 14 Tage braucht. Im Normalfall. Ne? Morgen. So, nachdem wir heute mal wieder die Nacht zum Tag gemacht haben, ist er jetzt halbwegs fertig. Ja, der Wiedlor aus Berlin, der Mark. Der wollte nämlich mal wissen, wie man so einen Hochspannungszüchtungskasten baut. A la Uhrzeitcode Siba Geigi Lovartis, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja, gut, dann mal hier die kurze Erklärung. Also, ich habe mir so ein Teil damals, war vor ein paar Jahren gewesen, zugelegt, als das Geld noch ein bisschen lockerer saß. Von Eurodidakt ist so ein Verlag oder so ein Handel für Lehrer, also ein Lehrgerät sozusagen. Ich glaube, schlappe 600 Euro hat es gekostet und zieht auch gar nicht wenig Strom. Ich habe es nämlich hier in Verbindung mit einer Autobatterie und so einem Gleichrichterding. Ja, aber da das Ding nur ein paar 50, 60 Watt bringt, ja, ist das natürlich kompliziert mit dem Licht. Das geht zwar eine Zeit lang, aber irgendwann fängst du dann mit Piepen. Naja, mal gucken, wie lange es jetzt aushält. So, okay, nochmal hier zur Erklärung. Also, wir kommen hier mit ein paar tausend Volt raus, ne? Kann man rumregeln, wie man möchte. Ja, gehen wir auf 6000. 6 macht es maximal ein bisschen zurück. Mal ganz so viel Strom ziehen, dass wir mal ein bisschen was sehen. Jawohl, genau. So wie ich das mitbekommen habe, ne, ist bei unserer Erde, ich bin da gern auf andere Meinungen gespannt, unten Plus und oben Minus. So
So habe ich es bei mir jedenfalls angeklemmt. Das ist der Minus. Gucken wir mal, ob da auch ein bisschen Saft drauf ist. Mal schauen. Ab. Soll ich wirklich? Ne, ich schalte das mal aus. Moment. Lass mal ausschalten. Okay. So, ausschalten. Jawohl. So, was haben wir hier? Wie viel Volt haben wir drauf? 5000. 5000 Volt da drauf. Haben wir wirklich da drauf? 5000? Ja, das sieht gut aus. Aha, gut. Okay. So, aber hier brauchen wir ja eigentlich keine Stromstärke bei dem Zeug. Sondern hier brauchen wir ja eigentlich nur Spannung. No? Um dann hier ein Feld zu erzeugen. Fließt ja hier eigentlich kein Strom. No? Gut, können wir wieder einschalten. So, und um das etwas energiesparender und vor allem kostensparender hinzukriegen, gibt es natürlich tausende Möglichkeiten, Hochspannung zu erzeugen. Ne? Ich bin hier jetzt gerade an diesem Ding hängen geblieben. An mein Zwischending vom Müller-Generator oder Adams-Motor mit Bedini-Motor in der Mitte. Ne? Die anderen Videos kennt ihr. Ja, und siehst du, müssen wir die Lampe ausschalten. Nee, ausschalten. So rum. Gut. Okay. Naja, ganz so viel ich brauche mir eh nicht, weil kommt nämlich gleich diese hier ins Spiel. Diese welche. So. Und ja, ich habe ja immer versucht, mindestens halbwegs genauso viel Energie rauszubekommen aus dem Ding, wie ich reinstecke. Ne? Mir ist das nie so richtig gelungen. Bis auf jetzt. Ja, ihr könnt selber mal beobachten. Ich schalte einfach mal ein, das Teil. Das läuft mit zwei 9 Volt Batterien in Reihe geschalten. Dürften jetzt so bei 16, 17 Volt ungefähr liegen. So, schalten wir mal ein. Hier gehen wir mal auf relativ. Ne? So, das ist das Ampermeter, was den Strom misst, der in den Motor reingeht. Motor, Generator, wie gesagt. Das ist das Ampermeter, was anzeigt, wie viel Strom in die Zündspule reingehen. Die dann Hochspannung machen. Ne? Das machen die Zündspulen halt so. So, laufen wir mal los. Aha. Das bringt er jetzt raus. Das zieht er. Okay, dann drehen wir hoch. Ah, Moment, halt, wir wollen ja gucken, ob Hochspannung da ist, ne? Also, nehmen wir mal die Lampe mit hierher und schließen Sie mal hier eine Hochspannung an, ne? Zweimal. So, da leuchtet noch nichts, ne? Dann regeln wir mal rum. Okay, schaut doch ganz gut aus. Und 100 mA bringt er aus, ne? Steht das hier drauf? 100 mA? Und so viel zieht er? Und das ist die Hochspannung, die da blinkt? Mhm. Ja gut, zugegeben, ne? Diese... Ey, 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 komm her. Dieser Funken ist jetzt nicht ganz so groß wie bei diesem anderen Netzgerät, nicht? Aber wir haben trotzdem Hochspannung da, ne? Seht ihr? Okay. Kommen wir weiter ran.
Ja, und an Arbeiten der Uni Mainz, glaube ich, habe ich irgendwie gelesen, wenn man Weizen optimal unter Hochspannung keimen lassen will, reichen sowieso nur 750 Volt aus. Also man kann das dann hochrechnen, ne? Pro Zentimeter verliert man dann, glaube ich, um die Hälfte. Ihr könnt ja dann mal nochmal nachgucken, wie das ist. Ja, aber ein 600-Euro-Gerät braucht man nicht, um Hochspannung zu erzeugen. So viel steht fest. Ja. So viel erstmal dazu. Was dann hier rauskommt, behalte ich euch dann auf dem Laufen. Bis später erstmal. Oh, heute haben wir Tag 3. Also der dritte Tag, wo jetzt das Hochspannungstüchtungsgerät eingeschaltet ist. Mal gucken, was rausgekommen ist bis jetzt. Oder? So, was wird das hier vorne? Das ist, glaube ich, Cannabis. Was haben wir hier? Radieschen. Ein bisschen Schimmel ist auch mit dabei. Aha. Alles klar, hier hinten auch. Na gut, nach 3 Tagen. Ja, den Möhren ist noch nichts. Nein, die haben noch keine Lust. Moringa ist auch noch nichts. Aber hier, die Gurke sieht auch schon aus, als ob sie kommt. Jawohl, das sind Gurken hier. Nach 3 Tagen. Na gut, beobachten wir das mal ein bisschen weiter. Was haben wir hier? Cannabis nach 3 Tagen und dann so groß. Ja, also scheint nicht schlecht zu funktionieren, das Teil. Ja, wie versprochen, heute Tag 5 oder Tag 6, eins von beiden könnt ihr euch raussuchen. Ich habe das einige Zeit unbeobachtet gelassen. Nach eurem Tipp mal die obere Folie weggelassen. Ja, dann gucken wir mal, wie es ausschaut, ne? Was so alles gekommen ist. Ja. Also, was gibt's denn da alles zu gucken? Hier, das dürften Radieschen sein. So, da habe ich, glaube ich, so eine große Bahn Radieschen hingelegt. Da steht drauf, Keimung in 8 bis 12 Tagen. Also jetzt sind wir bei Tag 6. Da keimt etwas, aber die haben ja schon an Tag 3 ordentlich gekeimt. Mal gucken, wie weit sie jetzt sind. So, das sind die ersten, die wunderbar rausgekommen sind. Radieschen. Jawohl, und hier drüben haben wir die Gurken. Die sind auch schon an Tag 3 gekommen. Heute ist Tag 5, wie gesagt. Ja, und wie lange dauert so eine Keimung von Gurken normalerweise? Was sind das? So, Keimung 6 bis 15 Tage. Na gut, Tag 3, Hälfte. Gar nicht mal so schlecht. So, was haben wir denn hier jetzt für? Das könnten auch Radies sein. Da habe ich nämlich 2 verschiedene Sorten. Einmal Riesenbutterradieschen und einmal diese welche. Sieht schon nicht schlecht aus. So, der Moringa. Magst du schon Moringa? Ja, Moringa kommt auch schon. Ah, Wahnsinn. Moringa-Samen. Die dauern eigentlich auch ziemlich lang normalerweise. Ja, und was das hier vorne ist, ich glaube aber nur, weil das ist ein schwarzer Samen, alles klar. Da kommt auch schon ein kleiner. So, aber ich glaube hier vorne, das waren diese gewesen. Diese Tomaten. 8 bis 14 Tage. Und die sind auch schon
Ja, bestimmt nach Tag 4 rausgekommen, so wie es ausschaut. Wer ist Tag 5? Ja. Ja, was das hier gewesen ist, wenn ich das nur wüsste. Ich glaube, das waren Möhren gewesen. Möhren oder Riesenpetersilie, eins von beiden. Aber das dauert 14 bis 20 Tage normalerweise. Und das hier, ich glaube, hier an der Seite, der kleine, kommt schon. Ne? Ja gut, heute mal ein bisschen mit Wasser besprühen. Und dann mal schauen, was da noch rauskommt. Ja, und das hier, entweder ist es Bärlauch. Weiß ich nicht mehr so ganz genau. Mal schauen. Dauert normalerweise auch 6 bis 12 Tage. Ja, aber kann man schon halbwegs zufrieden sein. So, jetzt brechen wir das hier erstmal ab, weil irgendwo muss ich es ja auch hinpflanzen, ne? Und dann mal beobachten. Denn das sind Cannabispflänzchen, die sehen noch nicht gerade gesund aus, zugegeben. Naja, wir experimentieren ja noch etwas. Ja, das sind sie jedenfalls, die grünen Pflänzchen. Am heutigen Tage, ich muss mal nachschauen, wie alt sie jetzt sind. Ja, das sind diese Welchen, die machen natürlich ganz schön lange Hälse. Ja, guck mal, wie es in Radieschen geht, wa? So sehen die Radieschen bis jetzt aus. Wie gesagt, komplett alte Erde. Und ich weiß nicht, ob das ein Fehler gewesen ist, ne? Ich habe in diese komplett alte, tote Erde ein bisschen frische Erde mit rein und ich glaube, da war ein Regenwurm mit dabei. Könnte sein, dass der sich jetzt hier natürlich etwas bedient. Gut, die sieht noch gut aus. Mal gucken, ob es Riesenradieschen werden. Ja, schön geschlafen. So, das sind diese Bärlauch oder was auch immer. Wir haben uns mal überraschen lassen. Ja, hier ist ein Tomatenpflänzchen. Ja, kleine Läuse sind auch schon drauf. Naja, hat keine normale Witterung von draußen, ne? Ja, die werden schon ihre Aufgabe machen. Ganz so wild sind Läuse dann doch nicht. Mal schauen, wie die Pflänzchen ausschauen. Ja, das ist die eine Gurkenpflanze. Das ist die andere Gurkenpflanze. Mal schauen, ob dann wirklich überall da Gurken rankommen. Naja, dafür, dass wir Dezember haben die ganze Zeit, ne? Und keine zusätzlichen künstlichen Lichtverhältnisse, kann man das schon lassen. Ja, die Radieschen, brauche ich dir wirklich zu zeigen, also die haben das irgendwie nicht so richtig vertragen. Die wollen und wollen einfach nicht kommen, die anderen sind schon alle weg. Ja, und die hat es jetzt auch umgehauen. Komm her, müssen wir dich doch wieder ein bisschen stützen. Ja, du bist noch kein Hochspannungsexperiment, du bist ganz normal hier, ne? Hier. So, Tomaten funktionieren auch noch nicht schlecht damit. Das ist ein Tomatenpflänzchen, was ich in ganz alte Erde reingepflanzt habe. Die musste erst einmal ein bisschen verpilzt werden und kamen noch ganz viele andere Pflanzen mit raus. Ne? Klar, dass die ein bisschen kleiner ist. Ja, und na gut, die sehen eben verhältnismäßig so aus wie wenn man im Dezember sowas versucht halt, ne? Also ich kann noch keinen großartigen Unterschied zu den normalen Pflanzen feststellen. Ah ja, wir experimentieren weiter, nicht? Mal schauen, was die Pflanzen heute sagen vom Hochspannungsexperiment. Ja, also sehr viel Sonnenlicht hat man ja überhaupt nicht gehabt die letzten Tage. Hätte ich mal mit dem Luxmeter messen müssen, aber ja, demzufolge gesehen die mehr als kümmerlich aus. Ne? Vielleicht kommt ja die Sonne demnächst mal wieder ein bisschen länger raus. Dann habe ich bei euch noch Hoffnung. Ansonsten dieser ständige Wechsel zwischen, hier ist direkt das Fenster, ne, zwischen dem eiskalt und da haben wir hier Heizung, ach so richtig perfekt für Pflanzen ist das auf keinen Fall, aber naja, ihr haltet schon durch, ne? Ja. Das sind die
zwei kleineren Tomaten, bei denen ist genau dasselbe in grün, ne? Ja, hier Heizung, da draußen kalt und ja, ich habe auch sonst keinen anderen Platz und kein anderes Fenster. Na gut, das ist jedenfalls das, was ziemlich dürftig ausschaut. Meine Radieschen sind ganz eingegangen, ne? Da ist nichts mehr, aber ja, wir haben ja auch noch etwas bessere Nachrichten, ne? Das ist die Tomate. Die hat so halbwegs, ne, unten, die sterben schon ein bisschen ab durch den Lichtmangel, den ewigen. Ja, sieht aber noch ganz gesund aus. Ich kann noch nichts unbedingt erkennen, dass da Urzeitmäßiges dran wächst. Hier bei diesem Zeugs. Weiß jemand, was das ist? Kann mir jemand schreiben. Kann ich auch noch keinen großen Unterschied feststellen. Aber jetzt kommt's. Ihr habt doch das Cannabispflänzchen von letztes Mal hier in dem Topf noch in Erinnerung, ne? Ich muss sagen, so einen dicken Stamm hatte ich bis jetzt noch nicht gehabt, ne? Der ist echt hammermäßig fett. Ja, mal gucken, ob der Rest auch so fett wird, aber bei diesem Cannabiszeugs, alle Achtung, da scheinen wir vielleicht sogar die richtige Wollzahl gefunden zu haben. Schön wär's, wir beobachten es mal noch ein bisschen, ne? Ich meine, in dem Moment, wo Gedanke Realität schafft, kann ich vielleicht nicht so ganz ausschließen, dass ich am meisten will, dass dieses Pflänzchen hier wächst. Na gut, ihr seid auch ganz lieb, ne? Ich kriege mir auch noch groß. Ja, wollen wir euch die Pflänzchen mal zeigen, wie sie heute ausschauen, bevor es für mich für eine Woche fortgeht, ne? Schauen wir sie nachher sehen. Also Gurken, ganz mies. Die eine habe ich schon weggeschmissen. Aber ich glaube, da war ich selber selten dämlich gewesen. Ne? Ich wollte die Gürkchen nämlich stützen. Und zwar hier mit solchen, wo haben wir sie? Da sind sie, hier mit solchen Bambusdingern da. Ne? Hatte ich reingesteckt gehabt. Ja, jetzt scheinen die aber irgendwie lackiert zu sein. Schon vorhergehende Pflanzen sind damit irgendwie immer eingegangen, also die Dinger werde ich nimmer benutzen und ich glaube, das könnte jetzt der Grund gewesen sein, wieso das Gürkchen auch fast stirbt. Ne? Also ich habe die rausgezogen, jetzt werden sie wieder etwas besser. Solange die Dinger drin gesteckt gewesen sind, ist es immer schlechter und schlechter und schlechter geworden. Na, mal schauen, wie es nach einer Woche ausschaut. Vielleicht retten sie sich ja. Ja, meine große Tomatenpflanze ist leider auch abgebrochen. War ich mal kurzzeitig unvorsichtig gewesen. Den obersten Trieb habe ich dann in Wasser mal eine Woche reingestellt, sodass wieder Wurzeln gekommen sind. Tja, mal schauen, ob die sich auch noch rettet. Keine Ahnung. Ja, dafür sehen aber die anderen zwei Tomatenpflanzen ziemlich gut aus. Also da kann ich wirklich nicht meckern. Ne? Die kleinen Pflänzchen kennt ihr noch, die hier drin gewesen sind. Ja, die ergänzen sich auch wunderbar, die stützen sich gegenseitig. Ne? Ich muss hier hinten nur kleine Stäbe reinstöpseln. Ja, aber mal schauen. Blüten sind auch schon dran. Mal gucken, wie die Tomaten dann sind. Ja, und das hier, wo ich noch nicht so ganz wusste, was es ist. Wisst ihr, wie das jetzt aussieht? Möhrchen, ja, ne? Ja, habe ich natürlich einen etwas zu kleinen Topf dafür genommen. Mal schauen, ob ich die rausnehme und mal versuche zu essen. Ja, das waren die Pflanzen und bei dieser hier, naja, ich habe sie etwas entlichtet. Ne? Der Stamm sieht immer noch so aus. Ja, es ist so außergewöhnlich, ist da jetzt noch nichts dran gewachsen. Keine Superbuds oder sowas. Ja, naja, gucken wir mal, wie das noch wird. Ja, das war erstmal der letzte Versuch. Also bei Katzengras ist es irgendwie genau andersrum. Da kommen die Teile, die unter der Hochspannung gekeimt sind, nicht so schnell raus wie die ja ohne Hochspannung gewesen sind. Ne? Aber mal die Pflänzchen angucken, die wir schon länger unter Beobachtung haben. Ja, das ist die eine Tomatenpflanze.
kommt so langsam wieder, ne? Das war die gewesen, die ich aus Versehen abgebrochen habe und dann im Wasserglas neue Wurzeln habe treiben lassen. Also lässt sich nicht unterkriegen. Blüten sind aber irgendwie noch keine dran, oder? Sehe ich das falsch? Nee, Blüten sind noch nicht dran. Ja, aber dafür die anderen zwei Tomatenpflanzen, ne? Die am Anfang ziemlich mickrig aussahen. Ja. Also dafür, dass die hier nur so einen ganz kleinen Bottich mit Erde haben. Na? Sieht das so schon nicht schlecht aus. Ich habe die Geizer alle dran gelassen, ne? Ich wollte es so naturmöglich wie, ja, so naturrichtig wie möglich wachsen lassen. Und guck hier, eine kleine Mini-Tomate ist schon dran. Ja, und das ist mein Bienchen. Bzzzt. Mal gucken, wo das Bienchen jetzt hingeht. Ah, hier oben sind noch ein paar. Bzzzt. Ja, irgendwer hat mir mal gesagt, nur wenn man dazu so summt wie Bienchen, bzzzt, funktioniert das. Okay. Ja, Pflanzenpoppen. Was es alles gibt. Ja, mal schauen, ob dann noch mehr von diesen da rauskommen. Ja, das sind die aus diesem 3-Tage-Keimversuch. Ja, Tomaten. Hier das Bergbohnenkraut. Ja, und von wegen Mais, ne? Es war doch kein Maissamen, der darin gekeimt ist letztens. Das schaut irgendwie anders aus, ne? Ja, hier nochmal das Bergbohnenkraut. Na, sind wir gespannt, was hier rauskommt. So, wieder ein neues Update von den Pflänzchen. Ja, hier habe ich leider vergessen zu gießen. Die erholt sich so langsam jetzt wieder. Ne? Naja, so richtig Früchte sind hier noch nicht dran. Jetzt musste das Fenster auch zugehangen werden wegen Sichtschutz. Ne? Ich habe ja die Wohnung untervermietet hier drüben jetzt. Aber was gut ausschaut, sind diese da. Naja, also dafür, dass die hier in so einem ganz kleinen Bottich drin sind, muss man immer sehr hinterher sein mit Gießen. Ja, funktioniert einwandfrei. Haben wir wenigstens schon eine kleine gelbe Tomate dran. Die wird halt gleich mal gekostet. Genau, und ganz, ganz viele andere, noch grüne Tomaten, die dann so langsam nach und nach werden. Also, ja. Wir müssen ja jetzt nicht mehr bestäuben, jetzt müssen wir nicht mehr bzzzt machen. Ja, das ist der aktuelle Zwischenstand. Ja, wir ernten jetzt halt mal so nach und nach. Und wenn irgendwann mal eine Riesentomate dabei sein sollte, werden wir euch auf dem Laufenden halten. Ja, eigentlich sagte ich letztens nicht, dass das das letzte Update gewesen ist von den Pflanzen. Aber ich muss jetzt doch noch eins nachschieben. Und zwar, die Tomatenpflanze hat immer noch, also hat fast keine Blätter mehr, ne? Aber Früchte kommen nach wie vor raus. Das ist echt verblüffend. Ah, weit über 40 von denen, ja? Krass. Hier? Ach, hier unten, genau. Jawohl. Mal gucken, wie viel die noch abwirft hier.